Und hallo und willkommen zurück zu Demon Hunter 3, die Offenbarung. Ich bin hier noch am Rumgucken, was ich noch so machen kann. Hier ist eine Statue, scheint etwas in der Hand zu halten, aber ich komme nicht heran. Das heißt, ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich das kriege. Die Tür kann ich noch nicht aufmachen. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier kann ich aber was machen in der zentralen Kammer, wenn ich das richtig sehe. Ich muss sogar hier was machen, okay. Mal, also da die Statue muss ich irgendwas machen. Also Leiter. Okay. Es ist erstaunlich, wie das Wasser sauer bleiben konnte. Ja, dann nehme ich das Wasser doch mit hier. Flug. Ich habe mich schon gefragt, wo ich Wasser herkriege. Okay, eine Flasche Wasser habe ich jetzt gekriegt. Dann kann ich jetzt wieder zurückgehen ins Studierzimmer. Grübel, grübel und studiere. So, ich brauche das mit dem hier. Okay, nicht. Erst aufmachen und jetzt. Okay. Und dann muss ich was da reinmachen? Ein Hebel da reinmachen? Okay. Das gibt zwar keinen Sinn, aber... Doch, da. Der Hebel für das Ding, okay. Feuer. Jetzt fliegt mir gleich die Bude im Ohren hier. Okay. Eine Reinigungslösung. Wofür brauche ich denn die Reinigungslösung? Muss ich irgendwas sauber machen, von dem ich nichts weiß hier? Ne, hier glaube ich nicht, ne? Ne, hier scheint nichts mehr zu sein, glaube ich. Okay, dann mal wieder zurück. Hier war auch nichts mehr. Da, Moment, da leuchtet es noch. Ne, da kann ich zurückgehen, okay. Eine Reinigungslösung. Könnte ich die denn gebrauchen, die Reinigungslösung? Hier glaube ich auch nicht. Da muss ich noch den Hebel haben. Doch, ganz am Anfang. Hier muss ich noch was machen, okay. Noch was übersehen hier? Ach so, da. Ich muss ja den Griff da raus machen. Das sieht aus wie ein Riesenstreichholz, das Ding. Aufzughebel, okay. Mit dem Aufzughebel komme ich in den Keller. So, dann da einsetzen. Und in den Keller. Was ist da denn drin? Der Schlüssel klemmt, ich bekomme ihn nicht heraus, ohne den Stein zu zerbrechen. Das heißt, ich muss den Stein zerbrechen. Da gucken wir mal hier. Jetzt muss ich wieder Sachen suchen. Eine Glocke haben wir hier. Das sieht aus wie eine Art Portemonnaie, ist hier. Und dann noch irgendwie eine Karte. Eine Spitzhacke ist da. Ein Herzchen ist, da war gerade was. Ich weiß aber nicht genau, was es war. Ein Stern brauche ich noch. Okay, was ist hier noch drin? Es gibt Risse in der Wand. Ich brauche einige Werkzeuge, um zu sehen, ob es sich etwas dahinter versteckt. Okay. Hier, komm. Das ist, das kommt da drauf. Das Herzchen. Wo ist denn das Herzchen hier? Da ist das Herzchen. Okay, dann eine Art, weiß nicht, Peitsche, Dingsbumsi oder so. Und da ist noch Kaffee. Was ist das da unten? Nichts Besonderes. Eine Muschel brauche ich noch. Okay, die habe ich. Das Teil suche ich noch hier. Das da. Ich kriege eine Spitzhacke. Okay, dann kann ich mit der Spitzhacke jetzt hier rumklöppeln. Okay, jetzt habe ich einen Zahnradschlüssel. Den ich... Was ist das hier? Okay, einen Griff habe ich jetzt hier und einen Meißel. Was nehme ich noch mit? Münzsammler, da komme ich bestimmt nicht ran, ne? Vielleicht könnte ich dort etwas Nützliches finden, aber ich möchte mir nur ungern die Hände verletzen. Okay. Alles klar. Lichtkristall. Okay. Da muss ich noch irgendwas machen. Schreinschlüssel, Maschinengriff. Ich muss das wieder nach oben.
Ist hier noch was zum Aufmachen? Nee. Das Bild würde ich mir gerne noch angucken, da das sieht aus, als wäre da noch was ganz prädestiniert, aber... Erst wieder nach oben. So, den Griff hier rein. Kurbel, Kurbel. Ein Zahnrädchen habe ich gefunden. Mechanismusschlüssel, okay. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich den brauche, aber... Schauen wir mal. Nee, der Schreinschlüssel gehört zum... Zu dem Ding hier. Okay. Da, das zweite Zahnrädchen-Ding. Ein Sieb. Ein Sieb kann ich noch für den Keller gebrauchen. Hier. Okay, jetzt habe ich zwei Mechanismusschlüssel gefunden. Wer hätte denn gedacht, dass ich da sowas finde? Okay, dann kann ich jetzt hier rein eigentlich. Nein, kann ich nicht. Okay, ich muss erst noch ein bisschen aufräumen hier. Das kommt dahin und das dahin. Und du kommst hier dahin. Dann dahin. 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 Und dahin. Und die Tür ist offen. Hier finden sich immer mehr Sachen. Hier, Mann. Der Ziegelstand könnte wichtig werden. Was haben wir hier noch? Ein Gargoyle-Schlüssel. Okay, damit. Liegt hier noch irgendwas versteckt? Da ist noch was. Familiensternbaum, okay. Ich muss diese Tür öffnen. Sie hat das kleine Mädchen dort hinuntergebracht. Okay. Da muss der Mechanismus sein, der die Tür öffnet. Muss ich nur mal überdenken. Okay. Das macht keinen Sinn, den Hebel zu ziehen, wenn der Mechanismus nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Ich sehe was hinter dem Glas. Vielleicht ein Versteck. Ich muss nachsehen, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das Glas zerbrechen kann. Hier mit dem Backstein. Oh, war ja. Ritterwappen. Fesselkugel. Schildkröte sehe ich jetzt gerade nicht. Ein Umschlag. Was haben wir hier? Da ist noch was drin, okay. Umschlag ist hier. Stiefel. Juwel. Bogen. Apfel. Eine Fackel. Da. Schildkröte müsste eigentlich auch zu sehen sein hier. Sehe ich aber gerade nicht. Bin bestimmt wieder total blind. Da ist noch ein Elch eigentlich. Okay. Das bewegt sich nicht. Ich brauche etwas Dünnes, um es auszuhebeln. Okay, da ist eine Schildkröte. Okay, was Dünnes, um es auszuhebeln. Kann ich hier irgendwas mitnehmen, anfassen? Da ist noch irgendwie... Zahnartenpilz kann ich hier auch noch finden. Moment, da ist noch was, okay. Ein Pfeil habe ich noch gefunden. Ein Zahnrad, was ist das hier? Schlüssel. Okay, das kann ich jetzt rauspicken da unten. Zahnrad. Jetzt muss ich nur noch den Pilz finden. Jetzt ist er sichtbar. Was ändert sich hier im Bild? Da oben. Unverkennbar, okay. Jetzt habe ich ein Zahnrad von zweien. Das ist irgendwo, muss noch was zu finden sein. Zahnarten, Gargoyle-Schlüssel, Mechanismus. Mechanismus-Schlüssel, wofür brauche ich den denn? Hier in dem Raum brauche ich noch was. Das Energiefeld ist komisch, okay. Ich kann hier noch irgendwas machen. Was denn? In den Keller kann ich fahren, aber das hilft mir ja nicht weiter. Königliches Medaillon. Lichtkristall. Geh in den Thronsaal, okay. Help!
You chose your own fate, mortal. Neues Spiel, besiege die maskierte Frau. Gerne Anladung. Wähle die Rune, die keine gemeinsamen Symbole mit den Runen des Feindes aufweist. Keine gemeinsamen Symbole? Okay, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Okay. Dann das nicht. Dann das hier. Okay, jetzt muss ich gucken. Das ist da, das ist da. Hat nur das hier übrig. Besiegt die maskierte Frau. Folgende Spuren. Die Frau hinter der Maske muss... ist schon jetzt so schnell weg. Man kann sich auch nicht mal auf eine Sache konzentrieren oder so, ne? Das ist eine sehr spezifische Form. Ein Objekt, das hier passt, wäre vielleicht erkennbar. Hier. Okay, noch ein Teil habe ich gekriegt. Was ist das hier? Was ist das? Das Symbol auf dem Schloss sieht sehr vertraut aus. Okay, ich muss das Ding erstmal zusammenbauen. Okay, Mechanismusschlüssel. Dir kann ich noch was geben. Die Geschichte geht weiter. Okay, wir brauchen ein Unendlich-Symbol. Hier und hier. Und hier. Da fehlt noch ein Symbol. Was? Habe ich das nicht aufgesammelt? Achso. Concerned that hunters and demons might find them after all, the young family decided to run once more to make sure that the birth of their girls didn't attract unwanted attention. Aber die hatten doch schon zwei Kinder, da bin ich jetzt mal überfragt. Wie jetzt? Merkwürdig. Da ist noch ein Symbol. Wo ist denn das dritte Symbol? Hier irgendwo im Hintergrund? Nee, da. Sadly, one day, their past caught up to them. One fateful night, the house was flooded with demons, chanting and screeching the name of their master. Without mercy, they found the two lovers and killed them. Okay. Die Kinder waren aber noch da. Dying in the remains of their beloved home, the demon and human who fell in love many years ago now gazed upon their children, their two baby girls, surrounded by demons who threatened to kill them. Okay. Ich habe das letzte Teil von meinem Amulett gefunden. Es scheint nur ein Teil zu fehlen. Es scheint, dass es in die Mitte gehört. Okay. Da kommt bestimmt der Kristall rein dann nachher. Das ist bestimmt der Schlüssel dafür. Das ist nicht mal ein Zahnrad hier. Mann. Okay, dann lag hier noch irgendwas jetzt? Warte mal, schnell gucken noch. Das muss echt kalt sein, muss ich zugeben. Wenn ich mir so die Bude angucke, die ist verdammt groß. Da glitzert noch irgendwas, aber da ist nichts, ne? Nein. Ich versuche immer noch alles zu finden hier an Teilen. So, das Zahnrad-Ding, wo war das? Das war hier, ne? Es wird langsam alles grün hier, wenn ich das richtig sehe. Das gehört da rein. Okay. Zahnräder. Und dann den Hebel umlegen. Okay. Folge den Spuren, habe ich gemacht. Die fallen auch ziemlich auf, muss ich zugeben. Was ist da oben? Nichts Besonderes? Ich gucke gerade, ob ich hier noch was sehe, aber ich sehe gerade, ehrlich gesagt, gerade nichts. Da ist noch eine Tür. Hey, I remember you. Why are you still alive? Open the hatch and go down. Quickly!
I thought that pretty lady was gonna play with you. You know what? I don't care. Nanu, jetzt hast du grüne Augen. Du hast sie lange auf den richtigen Weg zurück. Er ist auch irgendwie besessen. Ganz merkwürdig. Die Lady spielt mit dir. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Naja, mal schauen, wie die Geschichte weitergeht. In der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.